Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Valentin Rossi The Game MotoGP 16 am Start. Ja, wir sind in IRS, heute haben wir ein bisschen was eingefallen lassen, ich habe ein bisschen trainiert auch. Wir sind auf realistisch unterwegs und heute als kleine Entschädigung ja, für die ganzen drei Rundenrennen am Anfang und so heute mal ein 50% Rennen. Hau ich heute mal raus für euch. Nur für euch natürlich. Ja. Leistungsgerecht hier, ja, eine schnelle Runde bin ich gefahren, auf P9, ein bisschen knapp vor eben Philipp Oettl, das schaut ganz gut aus, da waren wir eigentlich, Philipp war eigentlich 10. Dann hat ganz am Schluss noch Francesco Bagnaia noch einen rausgehaut und sich noch zwischen uns reingeschoben. Gut, okay, Philipp hat 0,9, also das ist 2 Zehntel hinter mir, und hat sogar fast mich noch eingeholt, Francesco Bagnaia, zum Schluss haben sie noch ein bisschen was raus, also er hat noch ein bisschen was rausholen können, ein paar andere auch noch, aber ich bin nur eine schnelle Runde jetzt gefahren. Das passt schon. Ganz vorne komme ich ohnehin nicht mit. Ja, wie wird das ausgehen vorne? Jorge Navarro, Romano Finati, Brad Binder, wenn wir dann nächste Saison mitfahren werden hier, wird sehr interessant werden. Ja, das Interessante hier ist natürlich, wenn man die letzten zwei Kurven, kann man wirklich, wenn man die wirklich top erwischt, dann ist man schneller wie die KI. Aber das Problem ist, dass man eben die Kurve dort immer schön erwischt. Die zwei rechts dort im letzten Sektor, bevor dann die Zielkurve links kommt, die zwei schnellen rechts. Da könnte man gegen die Kabel was rausholen, sonst sind sie fast überall, ja, eigentlich wirklich top eingestellt. Aber wir haben 50% drinnen, das heißt, ja, wir starten einfach mal das Rennen. Das einzige mit dem Setup habe ich geändert, war, also ist die Bremse vorne, die 1er Scheibe statt der 2er, dass sie ein bisschen besser greift. Ja, das hat aber jetzt sonst fahrertechnisch keine Auswirkung, deswegen habe ich die doch genommen, weil ich habe doch ein bisschen, also lieber eine bisschen mehr Bremskraft da vorne, dass die ein bisschen mehr greift. So, dann leveln wir auch schon langsam auf, da sind wir fast schon mit ein paar Sachen im 60er Bereich, körperliche Kondition. Was ich aber immer nicht weiß, wenn die schlecht ist, was sich da ändert genau, oder was das Positive dann da ist. Legt er schneller um, ist er wieder dann zum Schluss langsamer beim Umlegen? Kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weiß ich nicht. So, nach 2 Minuten 40 Einführung. Würde ich sagen, starten wir das Rennen. Nehmen wir noch einen Schluck gleich zum Stärken. Jerez de la Frontera, der traditionellen Heimat des spanischen Motos V Grand Prix, das vierte Rennen der Saison. Die Wetterfrösche wissen Erfreuliches zu berichten. Wir dürfen uns während des gesamten Rennens über Sonnenschein freuen. Sehr schön. Noch immer kein Regenrennen. Auch cool. Einerseits würde mich zwar einerseits interessieren, ob sich irgendwas geändert hat, aber andererseits fahre ich lieber im Trockenen. So. Wir werden jetzt bei 50% dann gleich einmal den Hardcore-Test machen und die weichen Reifen gleich einmal hier voll strapazieren. Schauen wir, was wir drauf haben. Genau, und testen wir das gleich einmal aus. Schauen wir gleich einmal, wie sich das entwickelt. Also 40 Grad Asphalt, da haben wir schon heißeres gehabt, also das sollte eigentlich nicht wirklich ein Problem sein. Wir werden aber ein bisschen die Ding hier, die Reifen natürlich beobachten, über 50% einmal zumindest. Ja, da sind wir hier Quartararo, mal schauen, ob wir hier ob wir mit Quartararo damit mitgehen können. Leopard Racing, mal schauen, ob wir da bei den Top 10 ankratzen können beim Test. Ja, vorne haben wir keine Chance natürlich. Da sind wir hier mit der Nummer 74, Bernie Baum. In seiner ersten Saison hier beim MotoGP 16 im Team Schädel. Und hinter uns hier Philipp Oettl. Los geht's. Konzentration. Vorher Reifen schon ein bisschen wärmer als der hintere anscheinend. Okay. So, jetzt dürfen wir mal keine Schwächen zeigen. Position 10. Sehr gut. Oh, nicht rutschen. Ich freue mich jetzt schon auf die Motortour, weil es leider noch ein langer Weg hin. Dafür haben wir eh die Rossi-Events ein bisschen aus Abwechslung drinnen. Ich weiß noch immer nicht, ob ich eine eigene Playlist machen soll oder das einfach so dazwischen
reinhaue in die Karriere-Playlist. Im Endeffekt ist egal, ich könnte es dann noch immer umschlichten. Also ich kann entweder die Playlist wieder auflösen und sie die normale Karriere dazu tun oder von der normalen Karriere dann eine eigene Playlist wieder erstellen. Also das wäre eigentlich dann nicht das Problem. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Jetzt haben wir das Thema Rennen. Position 10. So, da vorne die Top-Piloten. Dann schauen wir mal, da mitkommen. Ja, und schon wieder hinter uns das Loch, vor uns das Loch. Das ist wirklich ein Phänomen. Das war im vorigen Rennen in meinem Test gerade noch ein bisschen besser. Ja, ich hau da irgendwie das Loch auch rein natürlich, blöderweise. So, hier schnell. Das nehmen wir noch Mittel. Ja, und die kommen jetzt nicht mit. Das ist natürlich das Riesenproblem. Wenn der nicht viel schneller ist wie ich hinten, dann tut es natürlich schwer, hier wieder aufzuschließen. Ich schaue mich wieder um, ich weiß. Brad Binder in Führung momentan. Ja, Oettl direkt hinter uns, sehr schön. Schöne Teamleistung. Ja, das wäre noch das Tüpfelchen auf dem I, wenn zum Beispiel mal ein Philipp Oettl da in 1, 2, 3 Rennen mal auch ein bisschen weiter vorne ist, als wie P10 oder 11, was auch immer ist. Das wäre mein Traum. Für etwaige zukünftige MotoGPs, dass das noch ein bisschen besser angleichen, das Ganze. Aber in erster Linie mal fürs nächste Jahr wieder, wenn es kein Valentino Rossi Special ist, dass wieder die Boxengassen das Ganze bringen. Dass da ein bisschen Atmosphäre abseits des Rennens reinkommt. Ja, so ist ja leider null, weil man nur eigentlich zum Ergebnis kommt und der Bildschirm oberhalb von der Strecke dort ist und das war's. Also die Kameraposition. Livio Loi hier vor uns, Locatelli jetzt hinter uns dürfte und mir jetzt auch da hinten, oh da hat es Oettl ein bisschen nach hinten verschoben anscheinend. Locatelli, den muss ich mir jetzt in echt anschauen, wo der unterwegs ist mit seiner Leopard Racing, es gibt ja nicht, dass der noch nicht weiter vorne unterwegs ist. Auf der Graben können wir schauen, haben wir gesagt. Runde 3 von 12. 50% Rennen noch einmal als Erinnerung. Oh, da war jetzt ein kleiner Ruckler drin. Und genau kurz vor der Bremsphase. Das war natürlich ganz optimal jetzt. Ja, schwer, dass man da vorne, ja, ist natürlich, ist nicht unsere Kragenreichweite. Ah, Livio Loi, lass uns abreißen. Vielleicht können wir uns den so ein bisschen als Ziel setzen jetzt. Dass man da Minimum mal nicht den Rückstand vergrößert. Und hinten kommen sie aber eher schon fast ein bisschen näher wieder, oder? Ah, schlecht hier von Baum angebremst. Aber dreht er auch schon seine Kreise. Ah, da sind wir schön durch. Jawohl, da hinten kommen sie schon. Ist das Antonelli oder was ist das für einer da hinten? Ah, der war nicht gut, der war nicht gut. Aber wenigstens die jetzt schauen, dass ich die halbwegs gut erwische. Ah, geht so. Geht so. Und Antonelli ist da vorne. Auf P2 oder 3. Locatelli, mir hinter uns da unterwegs auch. Ja, Quadraro 6. Achso, schnell ist die Runde, zeigt man es da unten an. Okay, Zwischenzeiten.
Leute. Danilo jetzt hinter uns. Ja, und wir kommen Leute ein bisschen näher. Das gefällt mir momentan. Hier muss man Motor tun, speziell MotoGP, da muss man ein bisschen anders, da muss man ein bisschen weiter ausholen da hinten bei denen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt länger genommen habe hier mit dem Moto 3. Höchst interessant natürlich, die ganzen verschiedenen Ideallinien dann natürlich, auch in den verschiedenen Klassen. Ah ja, Moto 2 werden wir auch Minimum 2 Saisonen fahren, eine ein bisschen weiter hinten. Die erste Saison werden wir dann... Also nächste Saison mal der Plan, so mal soweit. Jetzt Stand jetzt natürlich. Jetzt Stand jetzt. Nächste Saison ein Top-Team, da werden wir abstimmen, was ihr sehen wollt. Dann werden wir die Moto 2 aufsteigen, so wenn das alles natürlich so weit passt. Da gibt es ja keine Abstimmung, da fahren wir dann natürlich erste Saison. Ich glaube, das ist im Sinne von euch auch. Im Team, SAG-Team mit Louis Salom. Eine Saison, aus Ehren natürlich, aus Erinnerung, ja was auch immer. Und in der zweiten Saison werdet ihr dann wieder abstimmen, höchstwahrscheinlich, aber das ist noch ganz weit weg, welches Top-Team wir dann in der Moto2 nehmen. Mal schauen, höchstwahrscheinlich, wenn wir das abstimmen, außer ich bin mir sicher und weiß, was ich unbedingt fahren will. Ja, es gibt natürlich einige Möglichkeiten, oder fahren wir dann doch zwei Saisonen, also insgesamt drei, dass wir zwei Topfsaisonen vielleicht fahren, Topfsaisonen, ich weiß es nicht. So, meine liebe Leute, kommen jetzt auch immer näher ran, das gefällt mir sehr gut. Einerseits mit natürlich Sandro Cardese und Jonas Folger in einem Team, das würde mir auch sehr gut gefallen, mit... Ivan Zarco war ich auch noch nie in einem Team, der hat keinen Teamkollegen, das wäre auch eine geile Idee. Ja, Sam Lowes wäre auch cool natürlich, irgendwo. Ja, schwer, ist wirklich schwer. Aber da haben wir noch lang genug zum Überlegen, wo wir dann hingehen. Ja, Livio Loi. Unser Ziel jetzt für das Rennen hier, Runde 5 von 12, was sagen die Reifen? Die sagen witzigerweise temperaturmäßig ist top und Verbrauch so gut wie nicht vorhanden. Vielleicht liegt es auch an der Motor 3, dass das jetzt hier nicht so krass ist vielleicht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob die haben aber normalerweise nie so die riesen Reifenprobleme, was ich mich erinnern kann, oder? Motor 2 dann ja auch noch nicht so krass. Motor GP, da wird es interessant. Korrigiert mich, wenn ich da ein bisschen an Blödsinn vielleicht erzähle. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie bei der Moto 3 jetzt so riesen Reifenthemen immer sind. Also ich kann mich zumindest jetzt nicht erinnern. So, ja, Livio Loi. Wir kommen immer näher. Können wir schön die enge Linie fahren, jawohl. Hier geht es aber glaube ich noch nicht. Jetzt ist mir gerade momentan... Livio Loi nicht Belgier? Ich glaube, oder? Hm. Ich finde ein sehr sympathischer Pilot auch, also dem wünsche ich auch, dass er da entweder einen richtigen Top-Team dann ist oder ja einfach dann höher kommt noch. Oh, 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 was kommt da von hinten? Ach du holy, den habe ich komplett übersehen hier. Ich rede hier von Loi. Oh, und mir. Wir sind von mir überholt worden. Aus dem Nichts. Ja, weil ich mich nicht mehr umdrehe. Sitz. Genau aus diesen Gründen will ich mich nicht umdrehen. Oh, 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 oh. Und da kommt schon Danilo. Und der nächste Leopard-Pilot.
Wir kontern aber gleich einmal. Das haben wir jetzt komplett übersehen. So, hilft das Rennen, das Reifen passt. Jetzt sollten wir uns wieder mehr aufs ganze Rennen konzentrieren und weniger da herumplaudern in der Weltgeschichte. Mir, der Spanier. Aber Leopard rennt nicht so hundertprozentig, aus welchen Gründen auch immer. Oder weil einfach Danny Kent, der Ausnahmepilot. Ja, es war ja auch phasenweise Efren Vasquez gut unterwegs. Vielleicht haben sie sich irgendwie verwachst dieses Jahr, Leopard. Was haben sie da mit Setup oder mit KTM gehabt, dass sie da irgendwie die Empfehlungen nicht wirklich übernommen haben? Diese Grund-Setup-Einstellungen oder irgendwas, sondern die wollten irgendwas Eigenes probieren. Das ging aber nach hinten los. Irgendwas habe ich da mal gehört bei Eurosport, was da geredet haben. Jetzt fange ich schon zum Reden an. Rennen haben wir gesagt. Wir fahren ein Rennen. Diskutieren können wir nach dem Rennen. Pfeil sieht man da hinter uns auch schon, einer ist. Das war nicht optimal, da muss ich jetzt wirklich vom Gas gehen, weil mit dem Motor 3 alles geht auch nicht gut. So, ausholen, rein. War ein bisschen zu extrem wieder. So, voll reinbremsen. Ja, aber Mir dürfte ziemlich schnell unterwegs sein, denn er schließt auch auf Loi fast ein bisschen auf. So, jetzt haben wir da hinten wieder ein bisschen Luft. Runde 8 von 12 beginnt. Ich soll jetzt auch wieder ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Oh, hier kommen sie gut raus. Die Antonelle, ja, da vorne wird auch fleißig überholt. Und Mir schließt wirklich hier auf, Loi auf. Geht da jetzt schon innen hier? Ja, der Rennspeed dürfte passen beim Leopard Racing Team hier. Aber der hat mir ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, denn ich war schon dran an Livio. Dann wie aus dem Nichts kam er hier und hat mich da überholt vorher. Ah, da habe ich gut erwischt jetzt, Gott sei Dank. Locatelli hinter uns. Oh, das habe ich jetzt geil erwischt, ja. Man sieht, ich schließe schon ein bisschen auf. Aber Mir, glaube ich, jetzt vorbei an Loi und hat ihn, glaube ich. 4 Runden habe ich noch Zeit, um selber noch an Loi vielleicht vorbeizugehen. Mir scheint mir eine Spur zu schnell zu sein. Oder hinten die Leute haben wir wieder 1,7 Abstand an Ilo. Dem sind auch selber im Zweikampf. Das sollte jetzt mal fürs Erste zumindest passen, aber trotzdem müssen wir ein bisschen nach hinten schauen. Das habe ich vorher komplett übersehen. Also er ist auch noch im Zweikampf hier, liebe Loi. Er gibt nicht auf. Ah, das war jetzt nicht ganz rund hier durchgefahren. Ah, da verlieren wir auch wieder. Müssen wir das Ganze
wieder im letzten Sektor ein bisschen rausholen. Mit einem schnellen Rechts. So, hier vorne mal wieder sauber durchgehen. Ja, sehr schön. Jetzt endlich mal gut erwischt. Ah, nicht ganz sauber erwischt. Hier versuchen wir es wieder. Jawohl, da kommen wir wieder ran. Sehr schön. Mir kämpft noch immer mit Loi. In dieser Runde 10 von 12 komme ich auch wieder ein bisschen näher. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was machen. In Position 11 nur. Ja. Aber gesagt, das ist ja, was ist unser Leistungsniveau auch vom Motorrad. Also da müssen wir schon komplett ohne Fehler unterwegs sein, dass man da vielleicht noch ein bisschen weiter vorne ist. Bei den Schnellen vielleicht auch dann noch ein bisschen mit mehr Risiko und das Ganze dann unter Motor aufgehen. Im Großen und Ganzen haben wir so eine durchschnittliche Leistung, glaube ich, heute bis jetzt gezeigt. Ja, dass wir mir da übersehen haben, dass der da von hinten gekommen ist, das war schon ein kleiner taktischer Fehler. Dass wir den komplett nicht bemerkt haben. Und dann auch noch schlechte Kurven erwischt gehabt. Ja, und Loi kann sich hier gegen mir durchsetzen. Ist wieder nach vor, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, dass mir vorbeigeht und sich dann sogar ein bisschen absetzen kann von Loi, aber... Vielleicht hat er da noch... die eine oder andere kleine Reserve in der Hinterhand gehabt, lieber Loi. Finde ich sehr geil jetzt. Ja, hier wieder unser Eck, da kommen wir wieder ran. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit, dann die einzige wahrscheinlich für uns relativ gut zum Überholen vielleicht. So, wir gehen in die letzten zwei Runden, in Jerez. Es macht richtig Spaß. Ja, und jetzt theoretisch jetzt wäre natürlich ein 100% Rennen auch durchaus sehr spannend, glaube ich noch. Wie sich das Ganze noch entwickeln wird mit die, also die zwei, das wäre bestimmt unsere Klasse hier, also mit denen würden wir uns das Ganze bei 100% Rennen wahrscheinlich noch ausmatchen. So, jetzt kommen wir wieder ran hier, nachdem wir uns ein bisschen wieder gefangen haben. Ja, wäre durchaus möglich bei 100% Rennen, dass wir jetzt vielleicht vorbeigehen würden und dann vielleicht im Laufe des Rennens das hier wieder zurückschlagen auch. Auch wenn wir nur einmal einen kleinen Fehler wieder drin haben oder so, was weiß man. Wo ist Philipp Oettl? Ja, die hindern da ist er mal nicht. Also da ist er ein bisschen weiter nach hinten. Ich hoffe, er ist wenigstens in den Punkten. Ah, liebe Loi, geht ein bisschen weiter. Und er hat jetzt ein bisschen den Abstand verloren. Also wenn er jetzt nicht den Windschatten mehr nehmen kann, dann könnte es schwierig werden gegen mir. Denn alleine... glaube ich, ist er einen Ticken schneller wie Loi. Ohne Windschatten könnte schwierig werden. Aber er versucht nochmal hier ranzuziehen. Boah, ich sehe da auch schon einen... wer kommt da hinten von hinten schon wieder daher? Ach du Scheiße, Locatelli oder wie? Da kommen schon bald. Locatelli mit der Leopard. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie es mit der MotoGP dann ist hier. Ich hoffe nicht so krass die Schnelle, aber da muss, die muss man auch was gut erwischen. Müssen wir dann schauen, wie das hier läuft. Ich bin aber eh schon einen kleinen Test gefahren. So, liebe Leute, jetzt sind wir dran an ihm. Und er hat den Anschluss wirklich an mir, glaube ich, ein bisschen verloren. Und ohne den Windschatten wird er nicht dranbleiben können, vermute ich jetzt mal. Aber leider sehen wir das jetzt nur mal eine Runde. Kann hier Bernie Baum noch, Livio Loi vielleicht
Ja, die einzige Chance sehe ich persönlich fast in der allerletzten Schikane. Das wäre natürlich das Drama pur oder drehbuchreif hier, ihn noch zu überholen. Ja, okay, Platz 11 und 10 ist dann nicht so drehbuchreif, aber wenn es um P1 und 2 gehen würde oder ums Podium, wäre vielleicht ein bisschen spannender. Ah, warum bin ich hier nicht so gut raus? Verdammt! Bin ich das so viel langsamer? Boah, und da von hinten sehe ich auch schon wieder Locatelli und Danilo. Ja, da bremsen, vor allem da hinten bremsen sie sich stark ran. Da haben sie ein bisschen einen Vorteil, die KIs. So, jetzt letzter Sektor. Ah, jetzt bin ich schon wieder zu weit weg. Das gibt's ja nicht. War ich jetzt so schlecht? Mir sticht jetzt keiner rein von denen. Das Eck gehört auch mir. Eieiei. Ja, das ist für einen Angriff ist das definitiv zu weit weg, auch wenn wir da super durchkommen. Aber safe auf 11 zumindest, dass man hinten keinen mehr angreifen kann. Rennen beendet. Sieger Fenati. Sieger Fenati. Oh. Oh, shit. Verdammt. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte ja, dass das funktioniert hier mit der mit dem Wheelie. Ja, PL4 für beide Bomben nach dem 50% Rennen. Was haben wir für eine schnellste Runde? 50-5, 50-0 von Romano Fenati. Ja, bis Bastianini 50-1, die sind alle ungefähr am selben Niveau unterwegs. Auch Quartararo im Leopard finde ich sehr nice, dass der auch da vorne mit dabei ist. Bulega ist immer mit dabei. Jawohl, sehr geil. Navarro, hat er nicht die Bowl gehabt? Der ist nur Siebter. 50-4, die schnellste Runde. Eieieiei, da hat er im Rennen Probleme gehabt. Hat er nicht die Bowl gehabt? Oder auch verwechselt mit irgendwen? Ich glaube, Jorgen Navarro hat auch die Bowl gehabt. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass er so weit hinten ist. Jon Mir. Ja, hat sich wieder fast eine Sekunde jetzt auf Loi dann rausgefahren, nachdem er sich ein bisschen absetzen hat können wieder von Loi. Ja, und wir, ja, sind zwar ein bisschen reingekommen an Loi, sind dann ein bisschen von mir überrascht worden, wie er uns überholt hat, und dann sind wir nicht mehr ganz reingekommen an Loi. Auch die letzte Runde war ein bisschen unsauber, da habe ich dann ein bisschen den Anschluss wieder verloren. Ja, war nicht so gut. Andrea Locatelli. Auch auf dem Leopard, 50-5 nur, dem fehlt ein bisschen was. Philipp, ein bisschen 17 da, das gibt's nicht. 50-9, eieiei. Da hat er noch die, was, 11. Startposition gehabt oder 12. Und im Rennen leider zurückgefallen, eieiei. Das ist schade. Die mal hinteren Piloten hier. Letzter hier auf der Mahindra, Fabio Spiranelli. In den 1.52.6, ja, da sind dann schon Welten hier, halbe Minute schon Rückstand. Aber gut, das sind die jungen Piloten wahrscheinlich. Auch auf ein bisschen schlechteren Team, was weiß ich. John McPhee und Alexis Masbou auf der Peugeot. Sind das nicht die Saxoprint Racing? Die fahren Peugeot? Das verstehe ich noch immer nicht ganz. Kornfeil, Jorge Martin, Oyoko Ono. Ja, passt. Und der Sieger mit A, aber Brad Binder auch die schnellste Runde. 16.000stel Brad Binder Zweiter. Ach du Scheiße. Was sagt die Gesamtwertung? Bulega ist sogar Erster. Unglaublich. Einen Punkt vor Binder. Und Fenati jetzt 71. Hat es mit Rot und Grün die Positionswechsel. Und endlich haben sie es reingenommen. Das finde ich auch sehr geil. Fenati vorbei an Navarro. Ja, der heute ein bisschen ausgelassen hat, obwohl er die Pole gehabt hat. Bin ich überrascht. Aber genau das ist eben doch das Geile hier. Also, wenn es jetzt auch witzig klingt vielleicht. Scheiß auf die Boxengasse. In dem Sinne. Wenn es mit der KI wirklich so genial dann funktioniert vielleicht. Also zumindest bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Auch hier die Punkte, Minus und K
grafisch alles top eigentlich. Ja sicher, sind wir jetzt nicht in der Boxengasse, das ist natürlich schade. Aber in erster Linie, wenn das Rennen funktioniert und hier Ding und Navarro Pole gehabt und dann schafft das nicht ganz. Ziemlich die gute Abwechslung, also zumindest hier bis jetzt kann ich dann damit leben, dass ich jetzt nicht in der Boxengasse stehe, wenn das wirklich eine relativ gute Verbesserung ist eigentlich. Also zumindest von dem Rennen jetzt bin ich mal überzeugt. Das ist einmal, das war sehr genial. Das war sehr genial. Und wenn ich will übe, schaffe ich sogar vielleicht auf realistisch und dann passt das auch. Zumindest einmal bei einigen Grand Prix bin ich gespannt auf die Problemkinder dann. Bei, ihr wisst schon, wo es gehabt haben, auch Indianapolis. Ja, was kommt als nächstes? Da gehen wir mal weiter hier. Ja, KTM natürlich, souverän. So, da werden wir auch ein bisschen drauf schießen, sehr gut, jawohl. Perfekt. So, wunderbar. So, hat Wale da zu sagen für uns. Hey guys, I'm at the motor range this weekend to train. Why don't you guys join me for a flat track race? Eine flat track race. Ja, Flat Track klingt eh ganz lustig. Muss man uns überlegen, wie wir das machen. Gut, das ist aber jetzt nicht die Ding, sondern... Ah, da kommt Le Mans. Bin ja auch gespannt. Da muss ich gleich vorher wieder belüben. Flat Track. Ja. Muss ich schauen, wie ich das ging. Ja gut, wenn wir nur ein 35% Rennen fahren, können wir auch den Flat Track vielleicht fahren. Wollt ihr das sehen oder soll ich das offline fahren? Ich weiß es nicht. Ja, wenn es noch zwei, drei Runden sind vielleicht, oder? Ja. Mal schauen. Gut, jetzt haben wir schon lang genug. 31, ja okay. Für 50% Rennen, das geht ja noch. Jo, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns aller spätestens übermorgen wieder. Morgen weiß ich nicht, ob es ausgeht. Terminlich, arbeitstechnisch und überhaupt. Aber maximal morgen einen Tag Pause, aber generell. Komplett am Kanal. Höchstwahrscheinlich, weiß ich nicht. Vielleicht geht es sich was aus zum Aufnehmen, aber jetzt rein MotoGP-mäßig geht es aller spätestens übermorgen wieder weiter. Und dann einmal fürs erste wahrscheinlich eh täglich mal für die nächsten paar Mal. Sollte dann eigentlich passen. Also maximal morgen von euch gesehen aus. Das müsste dann sein, Moment einmal, Montag, das ist das Video für Dienstag, genau, Mittwoch jetzt der einzige Tag, wo vielleicht kein Video kommt, unter Umständen, ich weiß nicht, wenn es sich ausgeht, dann fahren wir eh die Runde und wenn nicht, geht es am Donnerstag, alles spätestens dann wieder, ja dann auf jeden Fall hier täglich weiter, mit Minimum einem Video. Gut, herzlichen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht hier in IRS. Ja, wie gesagt, kleine Wiedergutmachung für die ganzen drei Rundenrennen am Anfang, aber ich wollte ein bisschen weiterkommen auf der ersten Seite da mit Flat Track und alles. Aber ja, wenn es passt, schauen wir mal wieder 50%, 35, das kriegen wir schon hin. Wir sehen uns. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.